keiner geht verloren. Dreiundzwanzig, vierundzwanzig, fünfundzwanzig, sechsundzwanzig, siebenundzwanzig, achtundzwanzig. Das ist Benjamin, der Hirte. Er passt gut auf seine Schafe auf und merkt gleich, wenn es einem von ihm schlecht geht. Immer wenn ein Schäfchen auf die Welt kommt, gibt er ihm einen Namen. Den ganzen Tag sind sie zusammen unterwegs. Und jeden Abend, wenn sie von den Weideplätzen zurück ins Nachtlager kommen, zählt Benjamin seine Schafe. Er will ja keines verlieren. 97, 98, 99. Das kann doch nicht sein. Ich muss noch mal zählen. 1, 2, 3, 4, 5. 96, 97, 98, 99. Jetzt habe ich zum dritten Mal gezählt. Es müssten genau 100 Schafe sein, aber es sind nur 99. Welches fehlt nur? Der kleine Micha ist weg. Was ist denn los? Eins meiner Schafe ist weg, das Lämmchen Micha. Wo kann es nur geblieben sein? Wir waren wie jeden Tag unterwegs. Die Schafe haben auf verschiedenen Weiden gegrast. Dann habe ich sie zu diesem klaren Bach geführt. Das Wasser schmeckte gut und die Schafe waren alle sehr durstig. Als es langsam dunkel wurde, habe ich sie durch die kleine Schlucht wieder ins Nachtlager getrieben. Am Schluss habe ich sie wie immer alle gezählt und gemerkt, Micha ist verschwunden. Oje, aber da kann man wohl nichts machen. Naja, wenigstens hast du die anderen 99 wieder heil zurückgebracht. Was sagst du denn da? Ich kann doch Micha nicht einfach aufgeben. Die anderen sind jetzt hier in Sicherheit. Du passt auf sie auf. Ich werde das Lämmchen suchen gehen. Na dann viel Glück! Der Hirte Benjamin macht sich auf den Weg. Micha! Micha! Er geht durch die kleine Schlucht. Er kommt zum Bach und läuft ihn entlang. Er überquert die Weiden, wo sie gegrast und geruht haben. Da hört Benjamin plötzlich ein Geräusch. Was war das? Micha, bist du hier? Das kommt aus dem Busch dort. Da bist du ja, mein Schäfchen. Oje, du hast dich mit deinem Fell im dornigen Gestrüpp verfangen. Konntest du dich alleine nicht mehr befreien? Ganz ruhig, mein Kleines. Warte, ich helfe dir. Oh, die Wolle ist ja ganz verknotet. Komm, ich werde das erstmal lösen. Kann jetzt etwas ziepen, Achtung. So, Micha, jetzt bist du wieder frei. Gott sei Dank, dass ich dich gefunden habe. Das Schäfchen Micha ist erlöst und befreit und geborgen. Benjamin bringt es wieder zu den anderen zurück. Er ist erleichtert und glücklich und singt froh vor sich hin. Hallelu, 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 Halleluja, preiset den Herrn. Hallelu, 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 Halleluja, preiset den Herrn. Als sie wieder beim Nachtlager ankommen, ist die Freude bei allen groß. Hurra, da seid ihr wieder. Du hast das Schäfchen gefunden. Auch die Schafe freuen sich sehr. Nun sind sie wieder vollständig. Wie gut, dass der Hirte Benjamin nach dem einen verlorenen Schaf Micha gesucht hat. Jetzt ist es wieder bei seiner Herde. Gott sei Dank. Mäh. Mäh. Mäh.